Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Einführungsvideo unseres Seminars Sprache und Politik. Mein Name ist Simon Meyer-Viehacker, ich bin Professor für angewandte Linguistik hier an der TU Dresden. Und in diesem Video möchte ich zum einen kurz zeigen, worum es gehen soll in unserem Seminar, und zum anderen möchte ich besprechen, wie wir im Seminar gemeinsam arbeiten wollen. Worum geht's also? Heute Morgen habe ich, wie ich das häufiger tue, mal sächsische.de aufgerufen und habe da diese Meldung gefunden: Obama greift Trump frontal an. Barack Obama meldet sich im Wahlkampf-Endspurt in den USA mit beißender Kritik an Donald Trump zu Wort. Und das heißt im Artikel weiter: Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinem Nachfolger Donald Trump in drastischen Worten Versagen bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie vorgeworfen. Hier sehen wir eine Meldung, die als solche nicht weiter außergewöhnlich ist. Wir lesen derartiges jeden Tag, dass sprachliche Handlungen von Politikern oder von politisch aktiven Menschen wiedergegeben werden in der Berichterstattung. Aber hier finden wir eben auch genau das, worum es gehen soll. Wenn wir politisch handeln, dann müssen wir nicht immer, aber eben häufig und zu einem ausgesprochen hohen Maße sprachlich handeln. Sprache und Politik, dieser Zusammenhang, der wird uns in den kommenden Monaten beschäftigen. Aber was ist eigentlich Politik? Man kann natürlich in der Politikwissenschaft sich jahrelang mit der Frage beschäftigen, was Politik eigentlich ist, aber nehmen wir mal hier einen ganz einfachen Zugang und schauen einfach mal auf duden.de nach. Dort finden wir hier diese schöne Definition: Politik ist die auf Durchsetzung bestimmter Ziele, besonders im staatlichen Bereich, und auf die Gestaltung des öffentlichen Lebens gerichtetes Handeln von Regierungen, Parlamenten, Parteien, Organisationen oder Ähnliches. Das Entscheidende ist hier das Wort Handeln. Handeln kann man auf viele verschiedene Arten und Weisen, und das, was uns eben besonders interessiert, ist das sprachliche Handeln. Und wie Sprache und Politik zusammenhängen, dazu hat Horst Grünert in einem schon frühen Aufsatz mal es so formuliert: Politik, schreibt er, wird durch und mit Sprache entworfen, vorbereitet, ausgelöst, von Sprache begleitet, beeinflusst, gesteuert, geregelt, durch Sprache beschrieben, erläutert, motiviert, gerechtfertigt, verantwortet, kontrolliert, kritisiert, und verurteilt. Das, was wir gerade gesehen haben bei Barack Obama, ist wohl vor allem das, was wir am Schluss sehen, dass Politik durch Sprache kritisiert, und verurteilt wird. Wir müssen uns aber klar machen, dass das selbst natürlich auch wiederum ein politischer Akt ist, wenn wir uns daran erinnern, was für ein großes Gewicht doch das Wort eines Ex-Präsidenten in den USA hat. Nochmals auf die Spitze treibt es Girnd in seinem Einführungsbuch, das mit diesen Worten beginnt: Sprache ist nicht nur irgendein Instrument der Politik, sondern überhaupt ist die Bedingung ihrer Möglichkeit. Stellen wir uns vor, eine Welt ohne Sprache, wie würde dann Politik funktionieren? Wäre Politik überhaupt möglich, so wie wir sie kennen? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen ist es sowohl für Politikwissenschaftlerinnen wichtig, sich mit Sprache zu beschäftigen, aber auch für Linguistinnen ist es wichtig, sich mit dem Bereich der Politik zu beschäftigen, weil sich dort besonders interessante Phänomene, Textsorten, sprachliche Handlungen und so weiter beobachten lassen. Das also in aller Kürze, das, worum es gehen soll. Zusammengefasst: Sprache ist einerseits Mittel der Politik. Denken wir an sowas wie Wahlkampfreden, Parlamentsdebatten, Positionspapiere, Wahlprogramme, Gesetzesentwürfe, Sondierungsgespräche, aber auch sowas wie Tweets. Donald Trump ist da ja sehr aktiv. Sprache ist aber auch ein Begleiter von Politik. Denken wir an sowas wie Zeitungskommentare, Bundespressekonferenz, Tweets, TV-Berichterstattung, sächsische.de, was ich gerade gezeigt habe, aber auch zum Beispiel Mensa-Gespräche. Ja? Tweets finden wir auch wieder, nicht nur PolitikerInnen selbst twittern, sondern auch ganz normale Privatpersonen, die über Donald Trump sich auslassen auf Twitter, auch das gehört zu diesem Gegenstandsbereich. Und eben Mensa-Kneipengespräche. Wir sprechen doch auch im Alltag sehr oft über Politik. Sprache kann aber auch Gegenstand von Politik sein. Hier können wir vielleicht mal zwei Ebenen unterscheiden. Zum einen implizit, das, was semantische Kämpfe genannt wird, wenn es zum Beispiel heißt, sollen wir Flüchtlinge oder doch besser Geflüchtete sagen? Sollen wir das Wort Rasse aus dem Grundgesetz streichen? Das sind alles
Und aus welchen Gründen vor allem? Das sind alles Dinge, die wir als semantische Kämpfe beschreiben in der Linguistik. Wir finden aber auch ganz explizit, dass Sprache Gegenstand von Politik wird, wenn es zum Beispiel heißt, dass fortan offizielle Texte in gendergerechter Sprache geschrieben werden sollen oder wenn es heißt, dass im Sorbengebiet prinzipiell Straßen zweisprachig ausgeschildert werden sollen, dann sind das politische Sprachregelungen. Auch das gehört zum Gegenstandsbereich, wird uns allerdings, das sage ich gleich vorab, in unserem Seminar aus Zeitgründen weniger beschäftigen. Was haben wir nun vor in unserem Seminar? Zunächst mal möchten wir Grundlagen legen, indem wir uns mit dem Gegenstandsbereich der politischen Lexik beschäftigen. In meiner Vorlesung Einführung in die angewandte Linguistik haben Sie vielleicht schon was zum Thema Schlagwörter gehört. Das wollen wir hier vertiefen. Und wir wollen uns eben politische Textsorten anschauen. Auf dieser Grundlage wollen wir dann in der zweiten Stufe einige Fallstudien betreiben. Wir wollen uns Wahlprogramme anschauen. Dann wird als Stargast Henriette Mehn zu Gast sein, Absolventin der Germanistik an der TU Dresden und ihres Zeichens Politikerin bei den Grünen. Und die kann uns hoffentlich ganz tolle Insider-Geschichten über das Zustandekommen von Wahlprogrammen erzählen. Und wir wollen es auch mit politischen Interviews beschäftigen. Ich habe für Weihnachten und Neujahr mir ein Intermezzo ausgedacht. Jedes Jahr an Weihnachten und zu Neujahr halten der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin Fernsehansprachen. Da wollen wir uns vorab mit der Forschung dazu beschäftigen, dass wir dann nach der Weihnachtspause uns die dann jeweils aktuell gehaltenen Reden nochmals anschauen und gemeinsam analysieren können. Im restlichen Teil des Seminars habe ich dann eine mehrwöchige Projektarbeit angesetzt. Wir wollen uns dann mit dem Thema Rechtspopulismus beschäftigen. Wie genau das aussieht, kann ich noch nicht sagen, weil wir mit brandaktuellem Material arbeiten wollen. Müssen wir mal warten, was bis dahin passiert. Aber es wird dann so laufen, dass wir uns in Gruppen aufteilen und dieses Thema aus verschiedenen methodischen Perspektiven behandeln. Dazu auch schon mal der Hinweis, gerade haben wir eine Gastprofessorin von der Universität Trento in Dresden, nur virtuell, aber sie wird hier aktiv sein und sie steht auch zur Verfügung als Expertin für italienischen Rechtspopulismus. Ja? Da kann dann eine Gruppe sich auch mit diesem Ländervergleich beschäftigen. Wie arbeiten wir? Es wird in diesem Seminar einen Mix geben aus synchronen und asynchronen Formaten. Asynchron heißt vor allem YouTube-Videos, Input-Videos zu den Texten und zu einzelnen Themen, die ich Ihnen zur Verfügung stellen werde. Wir sind eingeteilt in Gruppen, das können Sie auf Opal sehen, wo wir dann in Gruppen arbeiten, gemeinsam empirische Analysen unternehmen und immer wieder auch zwischendurch wird es über Videokonferenz Plenumsdiskussionen geben. Ich habe auch den Wunsch, dass wir die Ergebnisse unserer empirischen Analysen in irgendeiner Form sichern und idealerweise auch der Öffentlichkeit verfügbar machen. Wir können Padlets bestücken, wir können Blogartikel schreiben und wenn sie gut werden, können wir sie auch auf dem Blog betrieben von Alexander Lasch und KollegInnen Linkdrafts veröffentlichen. In irgendeiner Form also digital und für viele Menschen sichtbar dokumentieren, womit wir uns in diesem Seminar beschäftigt haben. Das wäre mein Wunsch und ich hoffe, Sie haben da auch Lust drauf. Zur Organisation dieser Arbeit, alle Texte, Slides und auch weitere Materialien finden Sie jeweils auf Opal. Dort finden Sie auch die Links zu den YouTube-Videos. Ich möchte Sie alle bitten, in der Matrix sich bei dem Raum dieses Kurses anzumelden. Den Link dazu finden Sie auf Opal. Und wie ich schon gesagt habe, wenn wir gemeinsam empirisches Material aufbereiten, analysieren, werden wir das auch mit Hilfe digitaler Instrumente tun, mit CryptPad, mit Etherpad, mit Padlets und vielleicht haben Sie auch selber noch tolle Ideen, was schöne Tools sind, um tatsächlich gemeinsam am empirischen Material wissenschaftlich zu arbeiten.
Ich möchte Ihnen empfehlen, diese drei Bücher, die Sie in der SLUB auch beziehen können. Wenn Sie im Uninetz sind, auch von zu Hause aus, können Sie sich diese Texte zumindest anzeigen lassen oder sogar runterladen. Einmal die Einführung von Thomas Nier, Einführung in die Politolinguistik, von Heiko Gehrendt, das Einführungsbuch Sprache und Sprachverwendung in der Politik. Ganz rechts, dieser Band Politolinguistik ist eine Studienbibliografie. Da finden Sie also auf rund 40 Seiten zu allen möglichen Themen der Politolinguistik bibliografische Angaben. Auch dieses Buch können Sie sich in der SLUB kostenlos runterladen mit dem Uninetz und finden dann dort wirklich Unmengen an Hinweisen zu Studien zu allen möglichen Themen. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, es gibt eine Zotero-Gruppenbibliothek. Ich weiß nicht, ob Sie schon mit Zotero gearbeitet haben. Das ist ein Literaturverwaltungsprogramm, was kostenlos ist und auch systemübergreifend funktioniert, auf Windows genauso wie auf Mac und auf Linux. Da habe ich eine Gruppenbibliothek angelegt, in der Sie Mitglied werden können. Und da finden Sie die wichtigste Literatur aus dem Seminar, vom Seminarplan und so weiter erfasst und teilweise auch schon mit den PDFs direkt hinterlegt. Wie Sie mit Zotero arbeiten, falls Sie es noch nicht wissen, werde ich in einem anderen Video dann mal erklären. Die Prüfungsleistungen. Was können Sie tun in diesem Seminar, um ECTS zu erwerben? Ich beginne mit der Kurzüberprüfung. Auf Opal werde ich einen Blog einrichten, wo Sie Blog-Einträge verfassen können. Ich stelle mir das vor, dass Sie während des Semesters zu einem einigermaßen tagesaktuellen Thema einen Blogbeitrag aus politolinguistischer Sicht schreiben. Der kann ruhig stilistisch ein bisschen lockerer sein, wie es bei Blogs eben ist, soll sich aber auf politolinguistische Literatur beziehen, die wir im Kurs besprechen und die Sie in den eben genannten Quellen sonst auch finden können. Und es soll eben explizit aus einer linguistischen Sicht das Tagesgeschehen beleuchten. Genauere Angaben zu Länge und so weiter finden Sie auf einem Arbeitsblatt auf Opal. Lektürebezogene Aufgabe und Exposé fasse ich zusammen. Hier schlage ich Ihnen vor, dass Sie eine Rezension schreiben zu politolinguistischer Fachliteratur. Das kann sein, eine Sammelrezension zu Aufsätzen oder eine Rezension zu einer Monographie Ihrer Wahl. Und die kombinierte Arbeit wird so laufen, dass Sie eine 12-seitige Seminararbeit verfassen. Und als Vorleistung ist es so, dass Sie entweder einen Blogbeitrag verfassen, es ist immer auch möglich, die Sachen als Audio-Podcast einzureichen, oder aber, dass Sie einen Projektbericht verfassen. Es ist ja so, dass die Projektarbeit, die wir am Schluss vorhaben, als solche keine Prüfungsleistung ist. Das ist einfach für mich ein Format, was in solchen digitalen Seminaren gut funktioniert. Aber Sie können dann nach Abschluss des Projekts so einen knappen 2- bis 3-seitigen Projektbericht verfassen. Was haben wir so vorgestellt, wie sind wir vorgegangen, was sind unsere Ergebnisse? Und das ist dann die Vorleistung dafür, dass Sie dann die Seminararbeit schreiben können. Wie gesagt, genauere Hinweise auch zu den Fristen und so weiter entnehmen Sie bitte der Handreichung auf Opal. Für die nächste Sitzung möchte ich Sie bitten, sich vorzubereiten, indem Sie aus dem Buch von Nier die Kapitel 2.1 bis 2.3 lesen, das sind knappe 10 Seiten, und aus Gehrendt 2015 das dritte Kapitel. Die sind sehr anschaulich geschrieben, das sind ja Einführungsbücher und da auch die Startkapitel, da werden Sie keine Probleme mit haben. Und ich möchte Sie bitten, zusätzlich noch eine Sache zu machen, nämlich irgendwann im Verlauf der Woche möchte ich Sie bitten, mal auf sächsische.de die Sparte Politik aufzurufen. Und dort nach Beiträgen zu suchen, wie ich das am Anfang des Videos schon getan habe, in denen in beliebiger Form politisches Sprachhandeln im weitesten Sinne thematisiert wird. Sowas, dass ein Politiker oder eine Politikerin zitiert wird, dass auf bestimmte politische Textsorten Bezug genommen wird und so weiter und so fort. Seien Sie da bitte ganz offen. Es geht, wie gesagt, um Belege dafür im weitesten Sinne. Und auf dieser Grundlage wollen wir dann in der nächsten Woche
in das Thema genauer einsteigen. Das war's für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.